Hasselflake. Heute nehme ich euch mit für einen ganz besonderen Tag. Heute habe ich einiges vor, denn ich habe frei und ich möchte einen Bücherflohmarkt besuchen. Vielleicht finde ich noch ein paar Kürbisse am Wegesrand und dann möchte ich noch in ein paar Bastelläden gehen. Und das Wetter war genau richtig. Es war trocken, aber schon ziemlich kühl. Und tatsächlich, da waren noch ein paar Kürbisse. Was wäre ein Tag im Herbst ohne Kürbisse? Und natürlich ohne buntes Laub. Dann war ich eben beim Bücherflohmarkt. Von unserer Bibliothek aus, da haben die ihre aussortierten Bücher und man kann die für ziemlich günstig einkaufen. Natürlich mussten bei mir auch ein paar Bastelbücher mit. Die zeige ich euch dann später, denn jetzt geht's erstmal in die Bastelläden. Und da gab es schon ganz schön viele Weihnachtssachen. Und da konnte ich natürlich auch nicht Nein sagen. Und bin direkt mit einer kleinen Ausbeute nach Hause gekommen. Es gab wieder richtig tolles Weihnachtspapier. Und dann habe ich hier noch so einen Heat Active Pen gefunden. Den probiere ich jetzt direkt aus. Den steckt man einfach in eine Steckdose mit USB oder ich habe das hier einfach an meine Powerbank dran gesteckt. Das hat super funktioniert und man muss nicht gucken, wo eine Steckdose ist. Hier habe ich dann das Stück Papier, auf dem möchte ich das Ganze jetzt ausprobieren. Hier probiere ich es erstmal mit einem Dankeschön. Das wäre nämlich super schön für Karten. Könnte man dann noch größer schreiben, aber hier probiere ich es natürlich erstmal aus, wie es funktioniert. Und der erste Eindruck ist schon mal ziemlich gut. Als ich die Folie weggemacht habe, sah das schon richtig schön schimmerig und glitzerig aus. Besser funktioniert hat es dann sogar noch mit einem Klebeband. Dann hat das Ganze ein bisschen mehr Halt und man kann ein bisschen schöner schreiben und malen. Der Stift liegt richtig gut in der Hand und das Kabel, finde ich, hat auch nicht gestört. So sieht das jetzt aus. Hier gucke ich noch, wie warm das wird. Man kann relativ weit vorfassen, ohne dass man sich verbrennt. Aber vorne an die Spitze würde ich natürlich nicht fassen. Deswegen steht hier auch extra drauf, ab 12 Jahren. Jetzt habe ich noch meine Bücherausbeute. Da habe ich ein lustiges Buch. Alma und Jasmin heißt das. Dann habe ich mir eine DVD mitgenommen. Shakespeare in Love. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das war mal mein Lieblingsfilm. Noch ein Nähbuch. Kreatives Landleben, das hatte schöne Bilder innen drin. Dann habe ich hier noch eins gefunden, das perfekte Fest. Nicht, dass ich groß Feste feiern würde, aber da sind tolle Rezepte drin und Deko-Ideen. Und zu guter Letzt die große Kreativwerkstatt. Da sind ganz viele Basteltechniken drin und da möchte ich mal gucken, was ich noch nicht ausprobiert habe und vielleicht mal ausprobieren möchte.
Und dann habe ich den Tag natürlich mit Lesen ausklingen lassen. Und auch die Mia hat sich's gemütlich gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal bei Puzzle Flake.